Heute bin ich wieder in der freien Natur. Heute stehe ich an einem Zaun und hinter mir sind da zwei Kälber, die teilweise fressen. Aber wenn ich näher rangehe, wenn ich meine Hand jetzt hier hinlege, kommen sie sofort an und wollen meine Hand berühren. Sie wollen eigentlich Gemeinschaft haben. Sie können auch muhen. Das tun sie im Augenblick nicht, weil sie vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt sind. Aber sie wollen Gemeinschaft haben. Kälber und Tiere überhaupt auch können wir oft erleben als so unkomplizierte Wesen, die sich aufmachen, Gemeinschaft zu haben. Ich finde es schön, auch die Tiere in den Blick zu nehmen, sie nicht nur schon im Kochtopf zu sehen oder in der Pfanne zu sehen oder beim Grillen zu sehen, sondern auch die Tiere wahrzunehmen in ihren Empfindungen, in dem, was sie so auch wollen, in dem, wie sie auch reagieren. Die Natur ist uns ein wichtiger Auftrag und unser Papst Franziskus hat ja in seiner Enzyklika auch deutlich darauf hingewiesen, dass wir nicht Ausbeuter sein sollen, dass wir uns gut überlegen sollen, wie wir mit der Schöpfung und mit der Natur, also auch mit den Tieren, umgehen sollen. Auch sie sind Geschöpfe, um die wir uns sorgen sollen, um die wir uns kümmern sollen. Vielleicht können wir, wenn wir unseren Wanderweg mal in der Natur machen, an so Tieren vorbei, vielleicht die Tiere auch etwas streicheln oder versuchen, mit ihnen umzugehen. Vielleicht können wir uns mal darüber Gedanken machen, was tun wir für die Schöpfung? Wie setzen wir uns für die Schöpfung ein? Könnten wir das auch vielleicht ein bisschen mehr tun, uns um diese Schöpfung auch kümmern? Ihnen allen einen gesegneten Abend, Ihr katholischer Fernsehseelsorger, Pater Alfred Tönnies.